Und als es zu der Fitna kam zwischen Muawiya und Ali, waren auf beiden Seiten Sahaba. Aber als sich dann diese dritte Gruppe gebildet hat und die dann Takfir auf Ali und auf Muawiya gemacht haben, und sie waren 12.000. Man muss sich vor Augen halten, wie viele das am Anfang waren, auf beiden Seiten. Aber unter diesen 12.000 wird gesagt, dass kein einziger Sahabi war, sondern alles spätere, die dann gekommen sind. Tabi'un. Auf jeden Fall dann hat Ibn Abbas mit ihnen diskutiert und eine große Gruppe von ihnen ist wieder zurückgekehrt zur Wahrheit. Aber eine weitere Gruppe hat bestanden, ist weiterhin geblieben und Ali radiallahu anhu hat sie bekämpft, hat diese bekämpft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einige widerrechtlich vorgehende Mariqa sind die Khawarij, einige wieder vorgehende tauchen während einer Auseinandersetzung zwischen den Muslimen auf. Schaut, subhanallah, jedes einzelne Wort ist wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Auseinandersetzung zwischen den Muslimen, Ali und seine Leute Muslime, Muawiya und seine Leute Muslime, die Wahrheit war zwar mit Ali und Muawiya und seine Leute lagen falsch, sie hatten falschen Ijtihad gemacht. Und dann taucht eine Gruppe auf, Burat, Mariqa, Khawarij. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Gruppe, die mehr Anrecht auf die Wahrheit hat, die auf der Wahrheit ist, die näher an der Wahrheit ist, sie wird sie bekämpfen. Ali hat sie bekämpft und er hat sie gejagt und hat sie übel bekämpft, bis kaum noch einer von ihnen übrig geblieben ist. Aber dann später wurde Ali radiallahu anhu auch getötet im Jahr 40 nach der Hijra. Und diese Jahre, subhanallah, wir reden hier von den Jahren von ab ungefähr 35 nach der Hijra bis ungefähr 50 nach der Hijra. Diese 15 Jahre, das waren Jahre, wo es zu großen Fitnen kam. Schaut, die erste Fitna zwischen Ali und zwischen Muawiya. Alhamdulillah kam es dann zur Versöhnung. Und dann die Fitna mit den Khawarij, die jahrelang fortbestand. Und dann später, dann wurde Ali getötet im Jahr 40 nach der Hijra. Und dann die Fitna zwischen Al-Hassan und Al-Hussein und die dann kamen und der Gruppe von Muawiya radiallahu anhum. Und subhanallah, das waren schwierige Jahre, wenn man sich das vor Augen hält. Und was wir hier machen, wir erwähnen das alles nur allgemein, aber wenn man einzeln in den Geschichtsbüchern liest, welche Geschehnisse aufgetreten sind und was da alles passiert ist, subhanallah, man wird wirklich teilweise sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall, die Khawarij sind damit gemeint, in diesem zweiten Hadith, den wir gerade gelesen haben, die während der Auseinandersetzung zwischen Ali und Muawi auftauchten und Ali war es, der sie bekämpfte. Das deutet also darauf hin, dass die Wahrheit mit Ali war. Und das sind zwei klare und deutliche Beweise. Also die Leute aus der Levante, die mit Muawiya waren, sie lagen falsch bei ihrem Ijtihad. Und wer einen Ijtihad macht und richtig liegt, der hat zwei Belohnungen. Und wer einen Ijtihad macht und falsch liegt, der hat eine Belohnung. Und das trifft auf die Sahaba in diesem Fall zu. Und das hat unter anderem Imam Ibn Taymiyyah und auch andere so erwähnt.